Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 mit unserer Legacy Challenge. Ja, Liam ist ja jetzt ein Kleinkind geworden, ist zwar schon wieder ein bisschen länger her, aber kann man immer mit sagen. Und irgendwas ist, und zwar findet die Geekons. Stadtbegrung wäre eine Idee. Na, ich kann es ja nochmal kurz überlegen. Ich wollte jetzt eigentlich langsam wieder anfangen, so ein bisschen mit ihren Sammeln zu gehen. Aber ich denke, wir gehen dann erstmal gleich auf die Geekons. Da kann man ja auch ein bisschen was verdienen. Sowas willst du, gehst zur Arbeit. Okay, dann viel Spaß am Wörterbild. Aber es ist 16 Uhr. So, mein PC ist kaputt gegangen. Und es war gerade dabei im Programm. Ich könnte... Okay, warte mal. So, mein PC ist kaputt gegangen. Und ich war gerade dabei, etwas zu programmieren. Ich könnte die Computer auf der Geekon benutzen, um weiterzumachen. Aber ich möchte nicht alleine gehen. Und da wollte ich dich fragen, ob du vielleicht mitkommen würdest? Ja, ich wollte eh in Geekon, da gehen wir jetzt hin, dann sammeln. Dann verschieben wir das Sammeln einfach auf später. Ich meine, das läuft ja nicht weg. Dann lass wir den kleinen Liam alleine zu Hause, dann wird halt die Tagespflege gerufen oder die Nanny oder was auch immer dann kommt. Wenn die Kleinkinder alleine sind, ich habe Kleinkinder noch nie alleine gelassen, deswegen weiß ich nicht, was jetzt passiert. Aber ich denke, der Kleine wird in guten Händen sein, sodass wir uns da keine Sorgen drüber machen müssen. So, wie gesagt, ich nehme an dem Wettbewerb teil, weil da verdient man ja auch ein bisschen Geld und das ist auch nicht schlecht und ich will ja Geld, damit ich mein Haus ausbauen kann. Weil ich habe so viele Ideen für mein Haus, allein der Keller, dann der Garten und dann noch andere Dinge, die ich unbedingt tun möchte. Wir können ja erstmal, ja, Liam wurde zur Tagespflege geschickt, vielleicht kann er ja trotzdem irgendwas leveln, müssen wir dann wirklich gucken. Wir können ja einfach mal umarmen, so kannst du irgendwas tun? Nein, du kannst nur hierher kommen, okay. Also, sie sind so ein bisschen, ja... sinnlos alleine. Gut, die Computer sind eh gerade besetzt, müssen wir erstmal warten. Auf der Geekon programmieren. Jetzt erschreck ihn doch nicht. Was machst du denn? Überaussprache von Giftschreiben. Ist das jetzt gemein? Das ist freundlich. Gut, warte, PC wird frei. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen programmieren. Da stand es gerade. Programmieren. Und zwar würde ich sagen, hacken wir einfach mal die Einhörner-Station. Wir können ja auch mal ein bisschen weiter vorankommen langsam. Rein theoretisch können wir jetzt auch versuchen, mal wieder die Arbeitsleistung zu hacken, denn es ist ja sowieso egal. Wir könnten ja auch eine Schneekugel kaufen gehen und dann für unsere Sammlung nutzen. Also mal gucken, was wir so Schönes heute alles machen können. So, was ist das hier eigentlich für ein komischer Doch, das sei von heute zur Dekoration. Okay, gut, dann spiel du mal hier schon rum. Ich gucke mich hier nochmal um. Es gibt auch wieder Essbestände, da können wir dann wirklich was kaufen. Was gibt's hier? Hier gibt es Burger und Hot Dogs. Das ist irgendwie auch der einzigste Essenstand. Yummy. Dann essen wir dann halt zu Hause wieder was. So, du spielst. Videospiele haben wir jetzt tatsächlich schon abgeschlossen. Und in 5 Stunden sollten wir dann auch fertig sein. So, du könntest mal fleißig arbeiten gehen. Obwohl es dir noch nicht bringt. Ja, wir müssen programmieren mit dir leveln. Okay, gut, dann musst du auch nicht fleißig. Du kannst ja mit Kollegen Kontakten knüpfen. Weil es nützt dir sowieso nichts. Wir müssen halt einfach wirklich deine Programmierfähigkeit voran. Wie weit bist du nur eigentlich? Du müsstest ja Level... Nein. Na, so. Du bist jetzt rein Level... Du bist Level 6, genau. Die Geekon-Herausforderungen haben begonnen. Setzlich, ja, das können wir dann direkt machen. So, wie weit bist du denn bei den Level programmieren? Ja, gut, wir sind bei 79%. Das dauert dann auch nicht mehr so lange, hoffentlich. Und wir nehmen mal am Programmiermarathon teil, weil wir haben ja eigentlich ganz gute Voraussetzungen mit ihr. Moment, wir sind ja Level 10, also sollte das eigentlich ganz gut werden. Und wir haben uns jetzt ein bisschen warm gemacht mit dem Programmieren. Und wo ist eigentlich Kura hieß er, oder? Hieß er so? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist, glaube ich, einer unserer Freunde. Nope, mit denen sind wir noch nicht befreundet. Und wir haben 316 Simoleons verdient. Und was ist jetzt Tolles passiert? Diese Musik, die war gerade so... Es muss was Tolles passiert sein, aber irgendwie... ist nichts Tolles passiert, deswegen... Achso, das da wurde abgeschlossen. Okay, gut. Das ergibt jetzt mehr Sinn. So, ich will jetzt aber gucken, ob das der Typ ist, mit dem ich jetzt gerade meine. Aber ich sehe... Wieso habe ich den nicht in meiner Freundesliste, also meiner Bekanntenliste drin? Na, ich bin bestimmt schon wieder 30.000 Mal vorbei, ist jetzt auch egal. Ich habe mich doch mit ihm getroffen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ui, stimmt ja. Ich frage mich, ob man sich auch selber verkleiden kann oder ob das wirklich nur für die anderen gedacht ist. Also was geht die eine denn? Okay, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ist auf jeden Fall auch... Ja, gut, 3, 4 verkleidete Sims sitzen dort.
So, wir sind dann auch direkt oder gleich fertig mit dem Wettbewerb. Hoffentlich kommen wir auf einen der ersten paar Plätze. Ich weiß gar nicht, wie lange die Gekong geht. Oh, mit 72% nur. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Und wir haben jemanden auf der Arbeit mit Jay getroffen. Na gut, 72% sind jetzt nicht so viel wie sonst immer. Ich denke, damit werden wir nicht so viel schaffen. Wir gehen einfach mal ein paar Souvenirs kaufen. Vielleicht finden wir da was, was wir mitnehmen können. Zum Beispiel irgendwelche Kugeln oder sonstige Sachen. Dann könnten wir reintauschen, auch wieder nach Hause gehen. Und dann uns weiter mit Umleben kümmern, so ein bisschen. Schneekugel kaufen wir. Und gibt's noch irgendeine Wunderkerzen? Brauchen wir nicht. Ja, das reicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder nach Hause. Wir haben jetzt immer ganz kurz... Wieso kann ich... Dieser Sohn kann es nicht so... Ach so, weil ich warten muss. So. Ja, richtig. Jetzt können wir nach Hause gehen. Vielen Dank für deinen Einkauf. Du findest die Objekte... du findest die von Lara gekauften Objekte in ihrem Inventar. Ja, hier unten ist sie auch schon. Die kommt dann direkt mit in den Keller rein. Ja, wie gesagt, ich muss immer dann so einen Raum bauen, wo ich das wirklich ganz ordentlich alles hinstelle. Weil wir das jetzt, sieht das wirklich nicht so einladend, auch so in den Keller zu gehen. Aber ich spare jetzt noch ein bisschen Geld und dann mache ich, denke ich, auch eine Umbaufolge, wo ich dann so Keller ausbaue, vielleicht Garten ein bisschen mit anfange. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. So, ja, mit Liam habe ich jetzt vor, ihn ein bisschen zu leveln. Mit den anderen gehe ich noch ganz... Oh, Liam ist traurig, aber Liam kann nach Hause kommen. Was macht ihr denn? Was war ein Veranstalter? Und wieso kann er nicht? Ihr kommt ja nicht nach Hause, ich bin doch wieder da. Da kann Liam jetzt auch ruhig wieder kommen. Da habe ich kein Problem damit. So, die Schneekugel stehe ich jetzt auf mich hier. Ach, also er ist gar nicht mehr da. Okay, oh, hör auf, böses Baby. Und zwar, da machen wir mal gleich Erziehung. Aktuelles Verhalten Maßregel. Wir machen mal ruhig und bitten kein Chaos anzurichten. Wieso bist du traurig? Du bist so ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Wieso? Zurückgelassen. Nein, verlass mich nicht. Komm zurück. Auch wieder die Sache mit den Eltern teilen. Und er ist ja natürlich sehr, sehr dreckig. Und seine Verantwortung ist natürlich ein bisschen zurückgegangen, weil er natürlich eine ganz schöne, ja, Sauerei angestellt hat. Aber okay, gut. Er ist ja klein und niedlich. Und diesen süßen kleinen Kindern verzeiht mir sowieso alles. Ich habe doch gerade gesagt, habe ich das jetzt streng gemacht oder habe ich das jetzt ruhig gemacht? Ah, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Wir können ihn ja trotzdem umarmen. So umarmen und dann trösten wir ihn. Und er ist auch nicht mehr mit. Ach so gut, wir müssen ihn nicht mehr trösten. Und dann können wir das hier trotzdem aufräumen. Und du, Liam, könntest hier mal ein bisschen Stapeln spielen. Wir räumen das in der Zwischenzeit mal auf. Genau, du machst das, wir machen das. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier draußen noch ein bisschen was sammeln. Ich hoffe, der Kleine macht in der Zeit kein Chaos mehr. Sondern passt hier schon aus, als hat die Tagespflege jetzt nicht so gut aufgepasst, dass er hier mein ganzes Haus jetzt verwüstet hat. Wir können ja ruhig mal ein bisschen was ernten gehen. Das können wir dann auch in unseren Kühlschrank tun oder halt verkaufen, wenn es Blumen sind. So, haben wir hier sonst noch irgendwas Schönes hier? Das können wir auch ernten. So, wir müssen ja dann auch gleich wieder auf die Arbeit. Ach ja, immer diese Arbeit. Das ist auch so wunderschön. Ach gut, okay. Dann lassen wir das erstmal, belassen wir es erstmal dabei. So, Liam, rein heute bräuchtest du eine Töpfchenhilfe bald wieder. Wann kommt denn der gute Jay nach Hause? Jay kommt um 17 Uhr. Vielleicht hältst du es ja noch so lange durch, bis du aus Töpfchen musst. Ich muss ihm wirklich das mal weiter beibringen. So, Schwermetall, das kannst du dann auch zum Ding schicken wieder. Vielleicht ist da dann wieder was Neues dabei. Okay, dann kommst du dann einfach mal hier hin, auch wenn du da noch... Okay, hier liegt doch ein bisschen was rum. Und den Hochstuhl müssten wir auch mal wieder putzen. Okay, auch wenn du da noch was sammeln könntest, geh dann mal hier, damit du das dann noch zum Georad schicken kannst, auch wenn es das da eigentlich schon zu spät ist. Gut, das Tablet legen wir mal wieder hier hin, dieses kleine Kleinkinder-Tablet. So, ja, die Blase und die Energie ist schon ziemlich unten, aber du wartest jetzt einfach nochmal die knapp 2 Stunden bis... Gut, wir machen dann das mal weg, bis Sim Nummer 3 nach Hause kommt, nämlich, ach Gott, wie heißt der jetzt? Ich habe den Namen vergessen. Jay. Genau, Jay. Und ich vergesse schon wieder den Namen meiner Sims. Oh, ich glaube, das haben wir noch gar nicht. So, das können wir dann wieder verkaufen. Das ist natürlich cool, dass wir auch mal neue Sachen finden. Weil das sieht tatsächlich neu aus. So, dann kannst du mal
zum Georat schicken. Dann bekommen wir dann nämlich wieder ein bisschen Post mit so neuen schönen Dingen, die wir aufstellen könnten. Und das Schwarze haben wir tatsächlich noch nicht. Wir haben jetzt auch neu gewesen. So, hier ist es. Und dann können wir die Kirschen auch direkt oben reintun. So, da rein. Sehr schön. Genauso wie den Salbei. Liam, was ist denn jetzt schon wieder? Achso, jetzt machst du ja dir genug von Klötzchen. Okay, du hast einfach genug von Klötzchen. Machen das auch. Okay, dann würde ich sagen, gehst du hier mit den Lama malen? Ja, ich weiß, die Pinnwand ist voll. Wie oft ist denn in letzter Zeit meine Pinnwand voll? Das ist ja nicht mehr normal. Ich leere die ja gefühlt einmal am Tag. So, ich weiß, du bist müde und es hast zwar in die Windel gemacht, das heißt, Kleinkinder können nicht alleine zu Hause bleiben. Möchtest du 60 Simoleons zuzüglich 10 Simoleons pro Stunde einen Kindersitter beauftragen? Kleinkinder können auch kostbar in die Tagespflege geschickt werden. Ich würde mal sagen, wir engagieren jetzt einfach mal einen Sitter. Ich will jetzt nicht, dass der Kleine weggeht. Ich hoffe dann einfach, dass er uns jetzt nicht dort reinsetzt. So, mal gucken, wie der Sitter aussieht. Bin ich mal ganz gespannt. Bist du der Sitter, die Sitter? Nein, du bist nicht der, die Sitter. Ich meine, Jay kommt ja auch gleich wieder nach Hause. Das heißt, der Sitter muss gar nicht lange da bleiben, auch wenn er gar nicht kommt oder ich ihn übersehen habe oder du das bist und es gleich hier einschneiden. Du läufst dran vorbei. Okay, also ich sehe keinen Sitter weit und breit. Vielleicht ist der unsichtbar oder er kommt nicht pünktlich. Kann er auch sein. Aber egal, Liam kann sich immer ganz kurz oben alleine zu beschäftigen. Es ist wirklich sehr traurig, dass niemand da ist. Und genug von Klötzchen. Ja gut, das hatten wir schon, dass du genug von Klötzchen hast und dass du zurückgelassen wurdest. Aber du wurdest nicht zurückgelassen. Denn die beiden sind nur auf der Arbeit und kommen dann hoffentlich direkt gleich wieder. Und Jay wird sich dann auch direkt um dich kümmern, wenn er wieder da ist. Hallo. Oh. Hallo, ich bin Kengo. Der Kindersitter. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin eine Koryphäe auf meinem Gebiet. Was? Ich kann spielen, kochen und unterrichten. Gegen Windenwechsel und Aufräumen habe ich auch nichts anzuwenden. Ich freue mich auf einen lustigen Tag mit dir. Ja gut, Jay kommt wieso gleich? Also das ist jetzt in dem Fall egal, aber du kannst gern hier ein bisschen aufräumen. So, ich würde sagen, wir schicken ihn dann auch mal direkt wieder nach Hause. Und zwar, feuern. Wir schicken ihn weg. Nicht, dass er unnötig viel Geld kostet, weil er ist schon teuer, 60 und zusätzlich dann noch 10 Simoleons pro Stunde. So, Schnuffi, du kannst dann aufhören, wenn Jay kommt dann gleich nach oben und setz dich nochmal aufs Töpfchen, damit wir das dann endlich mal haben. Dann gehen wir baden, dann kriegst du das Essen und dann darfst du ins Bett gehen. Aber Liam ist echt auf Wüten, oder? Ich habe das gemacht, dann macht dann 72 Simoleons her. Nimm dich 72 Simoleons zum Bett, glücklich. Für die 4-5 Minuten, die er da war. Wundervoll. Aber er hat ein Buch weggelegt, also. Ja, ist okay. Gut, aber er trägt den wenigstens rüber, das ist auch sehr schön. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Und dann baden wir den Kleinen, dann geben wir ihm was zu essen. Und dann einfach schlafen gehen, damit er auch wirklich komplett gut ins Bett geht. Und dann nicht wieder mitten in der Nacht aufwacht und dann Hunger hat. Oder weil er schmutzig ist und gebadet werden möchte. Und deswegen geht er jetzt aufs Töpfchen und dann kann er dann auch demnächst alleine aufs Töpfchen gehen, sobald der Level 2 ist. Und danach können wir Liam dann baden gehen. Liam ins Schaumbad baden. Und Liam kann jetzt das Töpfchen benutzen. Endlich. Sehr schön. So, und Jay levelt natürlich nebenbei auch die Erziehungsfähigkeit, was auch so wichtig ist, damit er, welches Level bist du denn mal so ganz nebenbei? 3. Ja, das kannst du wirklich so ein bisschen voranbringen. Wie weit sind wir hier? Level 9, das geht ja auch voran. So, wirklich gut. Brauchst du noch lange? Okay, er braucht nicht mehr so lange. Er ist jetzt nämlich fertig. Ich weiß, du bist müde, aber was ist das jetzt? Emotionale Kontrolle, was hat er denn jetzt? Oh Gott, das kriegt er einen Tobsuchtsanfall oder was? Warte, das müssen wir erst sagen, dass das nicht okay ist. Aktuelles Verhalten Maßnahmen, ruhig. Ich glaube, ich habe letztens wirklich aus den Schränken gemacht, dass. War jetzt nicht mit Absicht. Das war einfach nur, weil ich zu dem nicht bin zum Lesen. Aber beim nächsten Mal machen wir das dann natürlich wieder ruhig. Aber dann gehen wir jetzt mit Shay voran und machen das Ganze jetzt ein bisschen ruhiger. Liam, wo gehst du denn? Okay, er hat das jetzt aber auch nicht so... gut, okay. Erschöpft, dieses Kleinkind, das steht kurz vor der Erschöpfung. Okay, gut, aber du wirst trotzdem gebadet. So, ich verstehe noch trotzdem nicht. Erziehung. Bei Bedürfnis, okay, gut, wir können das Übliche nur machen.
Wie sieht's denn bei unserer Erziehungsfähigkeit eigentlich aus? Level 7, also wir sind kurz vor Level 8 mit ihr. So, dann wird der Kleine jetzt wunderschön sauber gemacht, damit er dann auch frisch und munter ans Bett geht. Er schläft dann bestimmt wieder im Hochstuhl ein, aber wenn ich ihn jetzt nicht zu essen gebe, dann motzt er dann rum, dass ihn... Nein, du gehst nichts trinken. So, ich wollte mir das ja angucken. Ungehorsames Kleinkind. Uff, was soll ich bloß machen? Wie überzeugt man ein Kleinkind, etwas zu tun, was für einen Trotzkopf? Ja, gut. Er ist jetzt vielleicht nicht das goldigste Stück. Oh doch, er ist schon süß. Ja, gut. Das ist zwar dreckig, aber egal. Wir setzen ihn jetzt einfach mal ausnahmsweise in diesen dreckigen Hochstuhl und geben ihm das Essen und machen es dann danach sauber, weil sonst wird das einfach so lange dauern. So, wir tragen ihn noch, weil so geht das deutlich schneller. So, dann ab nach unten mit den Kleinen. Ich hätte oben eigentlich auch so ein kleines Kinderbücherregal hinbauen können. So, dann würde ich sagen, geben wir ihm dann Essen geben. Und zwar bekommt er jetzt einfach mal einen Schinken-Käse-Sandwich und dann bekommt er noch Getränk geben und er bekommt... Nein, setz ihn doch... Sims, reg mich bitte nicht auf. Nein, der Kleine kommt in den Hochstuhl. Okay, danke, macht er automatisch. Sims, wirklich, nein. Immer auf das Kleinkind und es rauslassen, aber das Kleinkind soll essen. So, Getränk geben. So, dann geben wir ihm einen Apfelsaft. Und während der Kleine isst, gehen wir einfach mal auf die Toilette. Nicht, dass uns da noch ein kleiner Unfall passiert, das wollen wir natürlich auch nicht. Und der Kleine ist eingeschlafen. Okay, gut. Dann können wir danach gleich noch was essen gehen und dann bringe ich ihn dann mit Lara ins Bett. Sie sollte ja auch bald kommen. So, so viel Essen haben wir auch gar nicht mehr. Wir müssen unbedingt mal wieder kochen. Wir haben jetzt nur noch eine... Ja, einmal Knoblauchnudeln. Alles okay, Schnuffi, wach dann mal bitte auf und futter dann und trink auch. Ja, hier und das natürlich auch bitte essen. Ich weiß, du bist sehr wütend, aber du darfst dir dann auch bald ins Bettchen gehen. Aber du sollst natürlich auch essen. Und ich noch rummatschen mit den Essen. Ach ja. Auch wenn er jetzt sehr, sehr wütend ist, aber... Wenn er es nicht ist, dann ist er dann nachher wütend und traurig, weil er Hunger hat und nichts zu essen bekommt. Und dann bin ich wieder die Böse, der gedroht wird, dass das Kind weggenommen wird. Das hatten wir schon alles und ich kann das... Oh Gott, jetzt hat er das wieder runter. Aber wir auch gleich automatisch gemahnt. Ach, Liam. Okay, wenigstens hat er Kommunikationslevel Nummer 2 erreicht. So, ich würde sagen, wir bringen den Kleinen einmal direkt hoch ins Bett, damit wir dann Ruhe haben. Und zwar Liam ins Bett legen. Und Kommunikation Level 2 und wir haben wieder ordentlich Geld verdient. Ach ja, wenn der Kleine nicht mal so alles wegwerfen würde, das wäre auch schön. So. Ich denke, wir haben morgen auch frei. Ja, genau. Wieso kann... Oh, jetzt ist wieder alles abgebrochen. Okay, Leben ins Bett legen und du musst weiter futtern gehen. Und zwar hier, essen. Liam, aufwachen, nicht schlafen. Du darfst gleich schlafen gehen. So, und dann hier rein damit. So, und dann raus mit dir aus diesem wunderschönen Hochstuhl, den du dann auch direkt mal säubern darfst. Und Hella, danke schön, dass du den stehen lässt. Auf weiter. So. Und du bist müde, aber sonst geht's dir gut. Das heißt, du darfst dann schlafen gehen. Und wir müssen uns dann noch so ein bisschen um ihre Bedürfnisse kümmern, weil ihr geht's nicht so gut. Vielleicht kochen wir da noch was. Also wir gehen dann erstmal, wenn Leben ins Bett ist. So, und dann können wir eventuell noch irgendwas kochen. Aber wir haben schon Hunger. Und zwar Abendessen servieren. Würde ich einfach machen, machen wir... Ja, wir machen mal... Ja, was könnte denn wieder machen? Ich mach das mal so rum. So, mal gucken, was wir tun könnten. Wer könnte natürlich irgendwie... Ich denke, wir machen mal einen Bratfisch. Wir haben ja auch schon Fisch. Ist der Kleine schon ordentlich im Bett oben? Schläft der schon? Ernsthaft? Du hast den Kleinen jetzt einfach abgesetzt? Oh, wirklich? Wieso machst du das? Aufstehen, Stuffi. Ist ja nicht so süß. Jetzt hat man das natürlich nicht so gut gesehen, weil ich der Spiegel gerade im Bild war. Komm, ab ins Zimmer. Mit dir. Oh, er ist wirklich goldig. Und er ist so klein.
So, du könntest da natürlich auch mal mit den Bären spielen. Das könnten wir auch mal machen. Vielleicht wirst du da mal so ein bisschen hier manierenhafter und Empathie geht dann vielleicht mal hoch und so ein Zeug. Genau, dann jetzt ab mit dir ins Bett, wenn dir niemand von den Eltern Gute Nacht sagen will. Dann musst du das tun. Okay, du duschst schon. Sehr schön. Liam schläft, Jade schläft und wieso bist du jetzt schon wieder traurig? Was ist passiert? Wenn Kleinkinder fix und alle sind, brauchen sie eine Mütze Schlaf. Ja, du schläfst doch schon. Alles gut. Jetzt ist die Dusche wieder kaputt. Ja, dann weißt du gleich, was du morgen früh machen kannst. Reparieren. Ja, wir sind noch ziemlich müde. Essen noch brauchen wir eigentlich noch fast gar nicht. Obwohl, können wir dann auch gleich machen. Dann sind wir morgen früh nicht ganz hungrig. Und wir brauchen ein bisschen Spaß. Egal, wir haben ja morgen frei. Nimmst dir direkt was? Sehr schön. So, dann Futter da stand, darfst dann auch schlafen, die weiß es ja schon wirklich spät. Also wenn Liam die Nacht was hat, darf Jay aufstehen. Wir haben eindeutig frei. So. Wie gesagt, schön futtern und dann heißt es ab ins Bettchen gehen. Also muss schneller futtern. Viel, viel schneller. Noch schneller. Okay, jetzt sind sie fertig. Wasch nicht den Teller ab. Nein, 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 nein. Wieso sage ich denn überhaupt noch irgendwas? Gut, die Babywiege steht hier immer noch, aber ich denke, ich warte wirklich, bis Lea mein Kind ist, bevor ich noch... Er hat einen Albtraum. So, das heißt, du darfst aufstehen, nach oben gehen und den Kleinen beruhigen gehen. Und zwar trösten wir ihn nun einfach mal direkt. Vielleicht möchte er diesmal getröstet werden und zickt mich dann wieder so ein bisschen rum, weil wir ihn ja trösten. Er kann dann nochmal so ein bisschen loben, weil er so klein und niedlich ist. Und dann trösten wir ihn einfach nochmal. Mal gucken, ob er diesmal unseren Tröstversuch annimmt, unsere Hilfe, dass wir ihn trösten. Oder ob er wieder sagt, nein, ich will nicht getröstet werden. Okay, wir heben ihn hoch und setzen ihn ein paar Meter weiter drüben ab. Oder ein paar Zentimeter waren das ja auch nur. Ihr könnt aber auch ruhig im Zimmer, wenn ihr jetzt nach unten geht, dann wirklich... Nein, nein, Jay. Warum? Ich verstehe es nicht. Hör auf damit. Du bleibst hier. Du sollst den Kleinen nur trösten und nicht in komplett neue Ebene gehen. Das ist sinnlos. Wirklich ein bisschen komisch manchmal, meine Sims. Oh, er möchte getröstet werden. Wir schneiden einfach mal lustige Gesichter, um ihn vielleicht so ein bisschen aufzumuntern. Vielleicht hilft es ja noch. Dann können wir ihn mal liebevoll umarmen. Ja, auf jeden Fall lacht er jetzt so und dann können wir doch mal trösten. Vielleicht hilft es ja. Der Kleine ist auf jeden Fall knuddelbedürftig jetzt, ne? Und dann können wir ihn mal umarmen, einfach mal. Und... Nein, wir gehen da nicht hier hin. Okay, er zählt gerade auf jeden Fall. Ja, dann machen wir mal vielleicht... Nein, das machen wir nicht. Wir bringen ihn wieder ins Bett, sonst mache ich hier wieder sonst irgendwas. Ihm ins Bett legen. Vielleicht schläft er gut, aber solange er sich noch nicht wirklich beruhigt hat, ist es vielleicht so ein bisschen sinnlos. Oh, jetzt ist er wieder wütend, weil er müde ist, oder? Und weil er auf Toilette muss, okay. Ach, schön, also nicht, weil er auf Toilette muss, aber er muss schon wieder auf Toilette. So, jetzt habe ich gerade den falschen Sim ausgewählt. Du kannst dann das hier auf jeden Fall erstmal reparieren gehen, damit wir das dann gar nicht vergessen. Und dann hast du wieder schlafen gehen. So, Liam, versuch's jetzt nochmal. Vielleicht funktioniert es auch ohne Albtraum. Also wenn es dann noch länger... Irgendwie überlege ich langsam, ob es intelligenter gewesen ist, den Kleinen mit hier runterzulegen. Weil er doch ganz schön oft Albträume hat. So, dann kannst du erstmal die Pfütze aufwischen gehen. Und dann auf jeden Fall das hier Teile plündern. Und dann darfst du dich gerne wieder hinlegen und schlafen. Und ich räume dann das Teil weg. Und wir müssen auch mal duschen mit ihnen. Aber morgen... Hast du morgen frei? Nein, du hast morgen nicht frei. Und Programmieren haben wir mit dir jetzt auch nicht geübt. Hattest du schon wieder... Wieso hat er denn so oft Albträume? Albträume gehabt? Ja, wir kommen. Wir kommen schon. Wir kommen schon. Jetzt sind eindeutig wir dran. Jay ist vorhin aufgestanden. Jetzt kann sie hochgehen. So, dann gucken wir doch mal. Aber wieso hat er denn jede Nacht viermal einen Albtraum? Also viermal ist es übertrieben, aber er hat ja auch schon ziemlich oft Albträume. So, nein, wir wollen jetzt nicht singen üben. Ich wollte jetzt... Nein, Liam, bleib stehen. Wo gehst du? Achso, du. Nein, Liam.
Okay, wir können mit ihm aber aufs Töpfchen gehen, eventuell. Weil er muss... Ach nee, er hat schon wieder... Okay, gut, er hat schon wieder... Okay, oder er hatte Hunger. Kann auch sein, dass das die Leiste war, die von unten war. Okay, freundlich. Und zwar trösten wir ihn einfach mal. Aber er ist noch gar nicht ausgeschlafen. Er müsste eigentlich wirklich nochmal schlafen gehen. Aber er ist halt wirklich so ein bisschen traurig. So, ich würde sagen, wir trösten ihn einfach nochmal. Oder wir umarmen ihn jetzt einfach mal. Dann würde ich sagen, trösten wir ihn nochmal. Okay, jetzt möchte er nicht mehr. Da schreibt er sich wirklich komplett dagegen. Können wir ihn dafür auch belehren? Nope, können wir nicht. Ich würde sagen, wir helfen jetzt einfach, seine Bedürfnisse zu finden. Und zwar, erneut motivieren. Okay, nein. Ich würde sagen, wir lesen ihn jetzt einfach mal in Schlaf. Vielleicht klappt es ja besser, wenn wir ihn wirklich in den Schlaf lesen. Vielleicht schläft er nochmal ein bisschen länger und besser als nur 2 Stunden und dann wieder aufzuwachen und völlig panisch zu sein. Kann ja sein, dass das ein bisschen hilft. Und auf jeden Fall levelt Leben dabei auch irgendwas. Die Fantasiefähigkeit. Ich glaube, ich müsste mit ihm ein bisschen Logik üben. Oder denken, weil dann glaube ich auf jeden Fall, dass das war, dass die Albträume ein bisschen nachlassen, dass er nicht mehr so oft Albträume bekommt. Das wäre natürlich schön, wenn er jetzt mal ein bisschen länger schlafen würde, aber ich denke, er wird dann gleich wegen Hunger wach sein. Aber dabei habe ich ihn gestern extra früh ins Bett gelegt, damit er dann halt so ein bisschen eher wach ist. So, du kannst jetzt auf jeden Fall ein bisschen duschen gehen. Und sobald Liam wach ist, gehen wir mit ihr hoch und geben ihnen was zu essen. Also wir bringen ihn dann runter ins Bett und geben ihm dann hier was zu essen, aber wir schlafen jetzt auch erstmal so ein bisschen aus noch. Und zwar würde ich dann sagen, setzen wir dein Liam hier direkt ab. Halt, schlafen wir erstmal noch ein bisschen. Liam schläft ja auch gerade noch und ich bin auch froh, dass er gerade so ein bisschen schläft. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, bevor er Papa will und wach wird und deswegen rumweint. So, du machst dir noch ein bisschen mehr Zeug und solange Liam nicht wach ist oder sie nicht wach ist, mache ich mir jetzt auch nicht unnötig Stress, sondern lass das einfach so auf mich zukommen. So, es ist auch gleich um 10. Also der Tag ist wirklich schon komplett eingebrochen. Gut, jetzt ist sie wach, das heißt, Liam, du darfst jetzt auch aufstehen und bekommst dann gleich was zu essen. Jay ist jetzt bei der Arbeit und er ist wirklich sehr wütend. So, was ist hier? Lara, mein Getränk, bitte, das machst du ja direkt. Und was ist hier? Ein Hühnerwitz erzählen. Okay, gut, und wieso bist du traurig? Zurückgelassen. Nein, komm nicht zurück. Weil kein... Lara ist doch in der Nähe. Nur Jay ist weg. Er ist auch nicht so dramatisch. So, dann ab mit dir nach unten zum Futtern. Dann bekommst du auf jeden Fall etwas. So, dann ab mit dir nach unten. Mal sehen, ob der Georat dann auch schon uns das Metall zurückgeschickt hat. Da können wir dann auch direkt mal gucken. So, ich hoffe, er will diesmal drinnen bleiben und irgendwas im Quitschen ist schlecht. Das können wir dann auch direkt ausräumen. So, Essen geben. Und zwar bekommst du heute früh, du bekommst jetzt einfach mal einen Joghurt. Und dazu bekommst... Nein, du holst ihn nicht raus. Lass ihn... Oh. Warum will er denn auch immer raus? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich will ihm doch was zu essen geben. Da kann er auch mal drinnen bleiben. So ungern reingeben und dann bekommst du dazu eine Milch. So, wir räumen das hier raus. Und wir haben noch keine Post bekommen. Haben wir das überhaupt noch geschickt oder habe ich das wieder vergessen? Nein, wir müssen es geschickt haben. Wir haben natürlich noch ein paar Sachen drin, die wir auf dem nächsten Flohmarkt verkaufen können. Und Liam, sei doch mal bitte so nett und werf nicht mehr dein Essen rum, sondern ess das auch. Also wir könnten natürlich sowas wie ein Brownie essen gehen. Das macht so ein bisschen satt wenigstens. So, aber diesmal scheint er auch wirklich zu essen, aber ich verstehe nicht, wieso er traurig ist. Weil kein Elternteil in der Nähe ist. Ich meine, das ist nur noch ein Elternteil in der Nähe, aber es ist ja ein Elternteil in der Nähe. So, der Billardtisch, das hatten wir schon mal, oder? Der Billardtisch scheint eine gute Idee zu sein. Es war schon immer der Traum von Jay, ein Unternehmen mit einem Billardtisch zu gründen. Doch jetzt verbringt sein Team etwas zu viel Zeit in den Pausenraum und nicht genügend Zeit an den Schreibtischen. Jay kann den Tisch entweder zu Geld machen oder seinen Ich-Wort-Regeln aufstellen. Leistungsverschlechterung mittelgroß. Naja, das lief nicht so gut. Ein Mitarbeiter weist darauf hin, dass sie gelegentlich am Gewinn beteiligt werden und nur... Hä, hab ich jetzt... Ich hab mich jetzt verkaufen oder... Regeln? Oh, ernsthaft, jetzt sind wir wieder komplett zurückgeworfen, was unsere Job angeht, oder? Ja.
Egal, wir sind eh noch nicht fertig. Dann müssen wir halt mit den Kollegen und ich... Verdrücke ich mich immer oder war das gerade wirklich falsch? Ich weiß es nicht. So, dann lassen wir den Kleinen mal wieder raus. Und zwar, wir können ihn einfach mal... rauslassen, würde ich mal sagen. Und die Post wurde für heute zugestellt. So, dann... Und lass den Kleinen mal raus, damit er hochgehen kann. Ich level jetzt mit ihnen so ein bisschen mal das Denken, damit die vielleicht mal die Albträume aufhören. Das ist sehr nervig mit dem Leimer. So. So, dann kannst du auf jeden Fall die Post bekommen. Du, Schnuffi, gehst hoch und machst dir so ein bisschen vor. Okay, Form geht noch nicht. Dann machen wir einfach Sim-Shape spielen. Dann mach das halt. Dann lernst du halt auch ein bisschen gleich Bewegung, indem du hochläufst. Denke ich auf jeden Fall. So, und wir haben das in den Briefkasten gefunden. Ich hoffe, das ist jetzt auch das, was ich wollte. Genau, aber ich denke, das hatten wir schon vor so... Ja, okay, das können wir jetzt im Inventar lassen. Gut, ich würde sagen, dann spielen wir auch mit ihr nochmal hier ein bisschen was. Aber ich mache dann jetzt hier an der Stelle auch wieder eine Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht schaffen wir es ja auch mit den Kleinen so ein bisschen tabischen Denken. Ja, wir haben schon Denken. Ein bisschen hochzukommen, damit er halt, wie gesagt, nicht mehr so viel Albträume hat. Vielleicht lege ich jetzt den Wert auch erstmal so ein bisschen auf der Denkfähigkeit. Ich gucke mal, wie sich das in der nächsten Zeit so entwickelt. Und es verdient natürlich auch ein bisschen Geld, damit ich dann irgendwann mal den Keller ausbunkern und vielleicht auch einen Außenbereich. Ja, und Leben versucht mir noch die Treppe hochzukommen. Ich sage jetzt halt, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Müsste eigentlich dann Donnerstag sein. Ich glaube, heute ist Dienstag. Und dann ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.